Hallo, ich möchte euch zeigen, wie man eine Ringelmütze mit der AliExpress KingSize strickt oder kurbelt. Der Farbwechsel findet hier bei mir immer an der gleichen Stelle statt. Es ist auch wichtig, dass ihr darauf achtet, dass ihr da immer gleich viele Maschen in jeder Farbe strickt. Für mich ist der mittlere Die mittlere Nadel von den drei schwarzen, der Moment, an dem ich den Faden wechsle. Ich habe also jetzt drei Runden in hellbeige gestrickt. Dann wechsle ich den Faden so, dass sich die beiden Fäden verkreuzen, ne? Also ihr seht hier, verkreuzen sie sich. Und dann lege ich den neuen Faden hier um die erste Nadel oder lege sie hier ein. Der kommt dann automatisch fast die nächste Nadel jetzt hier Petrol. Und wenn ich jetzt die erste Runde drehe, ziehe ich hier das Strickstück etwas lang. Einfach nur, damit sich hier keine Spannung bildet. Und jetzt kurble ich drei Runden mit der jetzigen Farbe. Eins, zwei, und jetzt kommt hier wieder die mittlere Zacke, die fasst noch den petrolfarbenen Faden. Den hole ich jetzt hier aus der Führung raus, lege es nach innen, achte drauf, dass der Faden noch unterhalb von dem mittleren schwarzen Zacken liegt. Und jetzt entsteht hier wieder die Verkreuzung. Die ist wirklich wichtig. Und dann den Faden, den neuen Faden einführen und die Klappe zumachen. Und jetzt hier wieder ein bisschen anziehen. Und weiter geht's mit den nächsten drei Runden. Und hier ist der mittlere. Und wieder hier auf die Verkreuzung achten. Und den Faden einlegen. Bisschen anziehen. Und die nächsten drei Runden kurbeln. Hier habe ich zu Beginn nach jeder Runde gewechselt, dann nach jeder zweiten und jetzt wechsle ich nach jeder dritten. Zwei. Drei, das ist der mittlere. Dann wieder den Faden aus der Halterung rein, rausnehmen, darauf achten, dass die mittlere Nadel wirklich auch den petrolfarbenen Faden noch gefasst hat. Hier auf die Verkreuzung achten und den Faden wieder einlegen. Und die nächsten drei Reihen. Hier ist die mittlere Nadel. Wenn ihr euch merkt, dass ihr das links reinlegt und den neuen Faden rechts hochholt,
dann schafft ihr eure Verkreuzung ganz von alleine. Eins, zwei, mittlere, Achtung, also wirklich noch mal drauf achten und jetzt den bisherigen Faden links rein und den neuen rechts hochholen, dann habt ihr hier die Verkreuzung, einlegen und weiter geht's. Eins, zwei, drei. Hier ist der mittlere und ich lege den neuen Faden links, den alten Faden links rein und hole den neuen rechts hoch und habe die Verkreuzung. Eins, zwei, drei. Mittlerer Faden. Links reinlegen, rechts hochholen und die Klappe zu. Ihr seht hier, läuft der Spannungsfaden hoch, sieht sehr schön aus. Eine Reihe runter, zwei, drei, mittlerer, links rein, rechts hoch und einlegen, und wieder dreimal rum. Eins, zwei, drei. Das ist der mittlere. Links rein, rechts hoch und einlegen. Und so strickt ihr jetzt, bis ihr eure beiden Farben zu Ende habt. Und dann zeige ich euch noch, wie man die Mütze von der Maschine holt und wie man das Ganze drauflegt, kennt ihr ja schon. So, ich habe jetzt beide Fäden, beide Knäuel aufgebraucht und vom hellen waren zwei Runden mehr drauf. Das kennt ihr vielleicht, das helle Garn meist etwas weiterläuft als das dunkle, und ich habe die jetzt einfach da dran gekurbelt. Man, entweder ist das das Mützeninnere oder dann außen, also von daher, was mir jetzt einfach, mich hat interessiert, wie weit man mit zwei Knäuel kommt. So, jetzt ist das eure erste, letzte Masche, die gestrickt wurde. Und hier ist die erste Masche, die ohne Faden läuft. Wenn jetzt hier die Nadel weg ist, fasse ich mit der Nadel, die auch mitgeliefert wird, fasse ich hier rein und ziehe den Faden durch.
Und wenn ihr schon ein bisschen Übung habt, könnt ihr auch ruhig hier, Entschuldigung, bin ich an die Kamera gekommen, könnt ihr auch hier mehrere Maschen auf einmal von der Maschine holen. Das sollte dann nicht passieren. Soweit zu etwas Übung. Das ist dann auch immer gut, wenn ihr eine Häkelnadel bereit liegen habt, um die Schlinge hochzuholen. Richtig erfasst. So, und jetzt könnt ihr hier die Maschen alle zusammenziehen. Darauf achten, dass die Schlingen nach innen laufen. Und je nachdem, mit welchem Garn ihr arbeitet, also hier, ich habe jetzt hier mit der Merino Stretch gekurbelt. Die kann man richtig gut anziehen, wenn ihr einen Garn habt, das eben sich leichter trennt, hier sehr vorsichtig sein, ne? Und dann Knoten setzen. Und nochmal durchziehen und einen zweiten Knoten. So, jetzt lasse ich den Faden erstmal und ziehe mir hier die Streifenmütze zurecht. Und jetzt ziehe ich den Anfangsfaden ebenfalls zusammen. Da habe ich eben zu Beginn nach jeder Runde die Farbe gewechselt, später dann nach 2 und dann nach 3. Auch hier jetzt die Schlingen nach innen legen.
Und auch jetzt die Maschen hier vernähen, wie ich es euch schon gezeigt habe. Auch wieder mit Verknoten. Und jetzt im Inneren durchstechen. Und jetzt müsst ihr darauf achten, dass wenn ihr jetzt eure Nadel hier innerhalb der Mütze entlang zieht, dass ihr keine Maschen vom Rand mitfasst. Also immer gucken, ob sich die gut verschieben lässt hier drin. Bis ihr hier angekommen seid und so zieht ihr jetzt die Mütze nach innen, so dass sie eben doppelwandig wird. Und dann könnt ihr diese beiden Teile verknoten und so habt ihr dann eure Ringelmütze. Also in diesem Video ging es jetzt hier, seht ihr dann auch den Farbwechsel. Wirklich sauber gearbeitet und kaum zu sehen. Also man kann das auch noch ein bisschen so zurechtziehen. Kleine Kante bleibt immer, aber kann sich wirklich sehen lassen. Hier ist mit einer Reihe gemacht, hier mit zwei und hier mit drei. Darum ging es mir in diesem Video eben, wie arbeite ich Ringel mit der King Size, und ihr seht, auch das ist gar kein Problem. Nun hoffe ich, das Video hat euch Spaß gemacht. Dann abonniert meinen Kanal. Ich stelle immer wieder neue Ideen ein. Dann hoffentlich bis bald, eure Veronika.